Retro Gaming. It's come on time. Talk now, leader. Amiga. It's come on time. Hallihallo, hallöle, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der CD-Rumtreiber mit mir, Tomaniac. Ich bin immer noch auf der Aminet 21, wo es jetzt mittlerweile ein bisschen dunkel, aber so kann man es ja sehen. Und ich bin in der Verschiedenes Public Domain Game Schublade. Und da habe ich was reingeladen. Zumindest ist das hier wohl das Intro, was so funktioniert schon. Rate a bit. Was soll das sein? Läuft das denn auch irgendwie? Was ist das? Was ist das? Use, take, play, look, talk. Ich kann mich hin und her bewegen. Ich kann. Ah, per Knopfdruck kann ich hier dieses Menü bedienen. Look. There's nothing but wilderness and stuff. Okay. Wie kann ich mich denn jetzt wieder bewegen? Also, wie kann ich denn play? Ah, mit play kann ich weiterlaufen. Also, irgendein Adventure. Ah, ich kann auch springen. Und ich kann mich auch ducken. Muss ich denn überhaupt da hoch? Da oben sieht es so aus, als ob da irgendwas wäre. Da auf diesen komischen Feldern da rechts. Was ist das? Was ist das hier? Look. It warns about bats and poison spiders. Ja, lass mich raten, was gleich passiert. Play. Schnell weg! Das war knapp. Okay, ich komme aber auch irgendwie nicht. Hier komme ich nicht hin. Ich kann nur diagonal springen, stelle ich hier gerade fest. Ich kann aber da nirgendwo raufspringen. Das heißt, ich kann nur hier lang. Das habe ich jetzt soweit schon mal kapiert. Ah, es gibt einen Energy-Balken. Und ich habe nicht mehr 999, weil diese blöde Fledermaus mich gerade erwischt hat. Ich habe leider auch keinen Plan, wo ich hin muss. Kann ich hier runter? Oder war das jetzt ein Fehler? Nee. Auf jeden Fall nehme ich offensichtlich keinen Fallschaden. Ich komme aber auch nicht rechtzeitig von da weg. So. So. Oh, langhaarig. Metal. Der langhaarige Farmer. Kann man hier hochklettern? Kann man. Metal Man kann hier hochklettern. Und hier wieder runter. Wobei, ja, ich kann wahrscheinlich auch runterspringen. Erstmal gibt es hier ja nichts Verdächtiges, ne? Wie muss ich denn? Ach ja, ja, lass mich raten, so nicht. Muss wahrscheinlich hier irgendwie her. Und dann wahrscheinlich. Oh je. Was flackert mir das Bild hier so komisch? Fliege ich hier gleich raus, oder was? Okay, das haben wir soweit, ja. Mhm. Ja, ja, grad. Und dann geht's hier auch grad weiter, grad. Und, gut, ich kann immerhin im Sprung, lenken. Disch. Jo, ich nehme doch, glaube ich, oder verliere ich Energie, wenn ich so runterjump? Ich glaube, ich sehe einen Schlüssel. Look. The blue key is made of blue topaz. Okay. Take. You took the blue topaz key. Boah, meine Punkte schnellen in die Höhe. Und da rechts sehe ich das jetzt in meinem Inventar. Play. Okay, die Brücke ist stabil. Kann ich mich da irgendwie langhangeln oder was? Weiß ich nicht. Jump! Spring hoch. Boah. Ja, nu, irgendwas ist dabei jetzt auch hier nicht so original, ne? Ah, ich kann hier lang. Kann ich da hochklettern irgendwie? Na, dort, nee, 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 kann ich nicht. Hä, warum nicht? Das ist ja komisch. Wieso hänge ich denn jetzt hier fest? Achso, weil ich da das Menü aktiviert habe. ja. Interessantes Spiel. Jojo, grad.
Kann man auch darüber springen irgendwie? Denn ich habe das Gefühl, das geht sonst nicht gut. Scheiße, ich verliere laufende Energie. Das war nicht gut. Ich glaube, ich sterbe hier schon bald, wenn ich so weitermache, ne? Okay, let's try this again. Don't try this at home. Ich bin wahrscheinlich zu dämlich, das Timing hinzukriegen. Fuck! Warum habe ich denn da aufgehört zu springen? Man muss den Joystick wirklich die ganze Zeit gedrückt halten, weil sonst stürzt man direkt gerade ab und springt nicht im Bogen. Und das ist wahrscheinlich der Casus Knactus. Also, ja, wenn das so weitergeht, bin ich sowieso schnell tot, nicht? Also, und hopp! Hopp! Ja, so geht das! Nein, so geht das nicht! Uah, schnell weg. Oh, leck. Oh, leck. Schneller, 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 schneller. Hol dir das Früchtchen. Was ist das? Luke. Absolutely fresh. Good color and good day. Good day. Take. Use. Ah, guck mal. Das Früchtchen füllt Energie wieder auf. Das hätte ich mir ja denken können. So. We want to play again. Really? Wollen wir das wirklich? So. Das ist gerade unten. Da muss ich die Gelegenheit mal ganz schnell usen. Gut. Wo ist die blaue Tür, zu der dieser blaue Schlüssel passen, Toad? Ich kann nicht. Hä? Ich kann nicht. Ich kann so nicht springen. Wieso muss dieses Drecksvieh ausgerechnet auf meiner Kette durch die Gegend springen? Was ist. A fireplace? Okay. It has some still warm rusty iron bars. Kann ich da was taken? You can't take the fireplace. Too hot. Okay. Tja, dann ist das wohl so. Dann kann man das wohl nicht. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da heile rüber? Gar nicht. Wozu dann die Leiter, wenn ich hier lang springen kann? Oh Mann, die ist aber schnell. Da muss ich ja zwangsweise Energie verlieren. Und dann noch dieses... Ah, toll! Das Ding rasiert mir jedes Mal den Rüssel, wenn ich da... ich verliere da jedes Mal Energy. Ja, da ist doch gar keine Schnitte. Und dann kommt da dieser Morgenstern da rumgeeiert. Weg, weg! Spring doch da ab, du! Was machst du denn da? Was wird denn das? Oh nein. Was ist denn das da komisches, graues für ein Vieh? Egal, schnell weg. Naja, es ist, man kann es spielen. Ich habe schon schlimmere Sachen gesehen, muss ich jetzt sagen. Mich kann so schnell nichts mehr erschüttern. Und ich glaube, was ist das wieder für ein toller Warnung? It warns about these moving sticks. What? Was für Mario, die da unten? Ja, ja, ist schön. Ich habe schon gemerkt. Bambus-Sticks, Spieße. Tomenik am Spieß. Oder was? So, sehr felsig hier. Was ist denn das Blaue für ein Ding? A Blue Keyhole. Ja, wenn da jetzt nicht der Schlüssel passt. You need something to unlock this here. Ja, und... ja, und wie kann ich denn... Was hat er denn jetzt gemacht? Was machst du denn da? Wie kann ich denn diesen Schlüssel jetzt usen? You cannot take the blue keyhole. Ja, es ist mir auch schon bewusst. You need something to unlock this. Ja, das habe ich doch im Gepäck. Also wenn dieser Schlüssel da nicht reinpasst, dann weiß ich doch auch nicht. Wie kann ich denn diesen dämlichen Schlüssel jetzt benutzen? Wenn ich das mal wüsste. Also offensichtlich nicht über Tastatur. F-Tasten? Nein. Ach, wäre ja alles zu einfach.
kriege ich denn diesen Schlüssel geused? Gar nicht. Ja, wieso kann ich denn den nicht auswählen? Ja, ich hätte was zum Anlocken da, aber anscheinend ist dieser Schlüssel nicht gemeint. Ich kann da ja auch nichts taken hier. You need something to unlock. Ja, oder muss ich den Schlüssel in die Mitte machen? Ja, tatsächlich, der Schlüssel muss in die Mitte. Aha. Da muss man auch erstmal drauf kommen, ne? Dann gehen wir mal gucken. Hoffentlich verbirgt sich hier was Interessantes. Oh, wir steigen hinab in die tiefsten, tiefen Katakomben und losen fleißig Energy. Oh, und dann geht's wieder raus. Ja, es ist ja ein interessantes Adventure. Dieses komische, spinnige irgendwas etwas. Weiß nicht, was das sein soll. Und da links ist irgendwas. Das ist bestimmt begehrenswert. Das muss man bestimmt unbedingt haben. Ich will da unbedingt hin. Ich muss das haben. Ich fühle mich magisch angezogen von dem, keine Ahnung. Ich will das! Ich will das! Gib mir das! A piece of wood. Okay. Look. Good for fire. Pretty nice dry. Ah. Dann nimm das mal mit. Ne? Play again. Ja, und gleich heißt Stier. Weil ich das nicht gebacken kriege, hier an allem Gefieß vorbeizukommen. Ich bin bestimmt zu doof dazu. Okay. Was mag wohl passieren, wenn man es schafft, bis... Nein! Ouch, help. Bis an das Fireplace zu kommen. Und was passiert dann wohl, wenn man ein Feuerchen gemacht hat? Ja, nicht weiterfliegen. Oh, ja. Weg mit allet. Oh. Wer weiß, was man links noch erwartet hätte. Vielleicht ist da noch was Geiles gewesen. Ich möchte zur Feuerstelle. Ich weiß nicht warum, ich fühle mich magisch dahin gezogen. Wo war die denn noch gleich? Am Arsch von der Welt war die. Boah. Ich wette, ich werde das gar nicht erleben. Ich werde gar nicht bis dahin kommen. Geh weg. Oder doch? Mit noch 329 Energie? Wo war denn die verfickte Feuerstelle? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Spring hin. Boah. Ja, ich habe das Gefühl, ich werde die gar nicht lebend erreichen. Da bin ich viel zu doof. So. Ich bin... Ja, genau. Bin ich. Oder kann man die ganze Geschichte irgendwie abkürzen? Nein, kann man nicht. Man kann das ganze Spiel abkürzen, indem man jetzt gleich tot ist. Spring doch da rauf, Mann! Na, ich hätte diesen Weg nicht wählen sollen. Dieses komische andere Krabbelviech freut sich jedes Mal, wenn ich komme. Hab Bock mehr hier. Lebensenergie zu stehlen. Nein! Zu doof, zu... Na. Geh da rauf, jetzt! Und bleib da oben jetzt! Und jetzt spring da rüber, rüber! Moment, aber erst wenn dieses komische Sechsbein weg ist. Sechsbein! Oh, bam, ich kriege aber auch alles mit, was du nur mitkriegen kannst. Was tut man nicht alles, um diese dämliche Feuerstelle möglichst lebend zu erreichen? Ich frage mich, ist das überhaupt möglich? Wahrscheinlich nicht. Ja. Boah, 168 vorher. So. Dahin. Use. You need something to use here. Ach. Ja, ja, ich habe doch jetzt das Feuer, habe ich doch jetzt angemacht. Muss ich jetzt irgendeine Spinne hier einfangen und grillen? Could give a nice fire. Wie could give? Tut's doch schon. Es tut doch schon Feuer geben, oder nicht? Brennt's nicht schon? Weiß ich auch nicht. Ja, und jetzt? Was mache ich denn jetzt? Muss ich den ganzen Weg wieder zurücklatschen? Hä, was? With wood in it. Ja. Aber wahrscheinlich muss ich noch Feuer besorgen, damit ich Feuer machen kann, oder was? Eine Fackel, oder was? Aber ich glaube, ich bin dann auch gleich tot. Jetzt muss ich mich den ganzen Scheißweg nochmal machen. Das überlebt hier doch keiner. Ich nehme das nicht so genau jetzt.
Wenn es mal wieder länger dauert. Oh, scheiße. Aua, aua. Bambusstäbe im Arsch oder so. Ja. Out of energy oder so. Wir können ja da unten mal nach links gehen. Sollte ich denn noch einigermaßen bis dahin kommen? Stüet. Gucken wir mal, was hier links noch eventuell ist. Was ist das? Was war das? A stone with writings on it. Look. Quetzalcoatl, Mula, Hala, Hula, Bendita. Hm? Genau. Kann man den Stein mitnehmen? You can't take it. Okay. Dann leave it. ja, wieder komisches Kropfzeug unterwegs. Es ist ja ganz nice. Also ich habe wirklich schon schlimmere Sachen gespielt. Es ist nicht so, dass das hier ein Ding der Unmöglichkeit ist. So, kriegt da noch einen mit im Nacken? So. Der ist eh total verspannt. Also von dem her. Könnt ihr mal mich retten hier. Also das Vieh ist ja auch sehr merkwürdig vom Design. Weg! Wow. Nein, nein, nur noch zwei Energy. Verpiss dich. Game over. Who is this stupid player? Tomaniac. Tomaniac. Da schrumpft der Bildschirm. Und jetzt? Aha. Und dann fliegt man automatisch raus. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir schauen uns hier noch Slalom an. Slalom, falls es läuft. Slalom Simulation Game, das ist wahrscheinlich ein sehr einfach gemachtes. Es könnte auch sein, dass wir das schon mal irgendwann gesehen haben und das war eigentlich auch praktisch unspielbar, wenn es das ist, was ich meine, dass es das ist und wenn es überhaupt läuft, woran ich noch zweifle. Skegli una pista, anno 1993. Hä? Okay, Slalom Speziale mit extra viel Käse. Das sieht erstmal gar nicht so schlecht aus. Drück. Das reagiert ja aber meine Fresse. Wie soll ich denn da heile durchkommen? Boah, da kannst du überhaupt nicht. Das ist aber schwer zum Kontrollen, ey. Dusch. Squalificado! Ich weiß auch gar nicht, ob ich... Ah, guck mal da! Mit Knopf gedrückt kann man... Ja, in welcher... Wie fährt man denn durch diese Dreckstore? Von welcher Seite muss ich denn da reinfahren? Leck mich doch am Sack. Ich mach das super, ne? Ich habe auch gar keine Ahnung, ob ich hier richtig oder falsch durchfahre. Ist mir auch völlig Wurst. Es läuft auf jeden Fall. Also sag mal, für so wenig K. Schwing. Habe ich wahrscheinlich eine richtige Scheißzeit hingelegt. Ich bin sowieso disqualifiziert, oder? Was heißt das? Ah, da kommt der nächste aus Österreich. Mal sehen, ob der Österreicher besser fährt als der Deutsch. Schauen wir mal. Ich weiß auch gerade gar nicht, von welcher Seite man wie durchfahren muss. Ah, das war schon falsch. Okay. Wie fährt man denn hier richtig durch, alte Kacke? Das macht ja schon keinen Spaß. Boah, ich glaube, wenn man den Hebel nach oben oder unten bewegt, ne, dann macht man auch Speed oder so, ne? Ja, ist doch scheiße. Ja, nach oben werde ich langsamer. Okay. Ah ja, das ist also so eine Frage, wie man das... Aber ich glaube, per Knopfdruck macht man jetzt nicht unbedingt noch irgendwas, oder? Man kann wohl eben nach oben oder unten... das war voll scheiße. Sich schneller oder langsamer machen. Pff, ja. Ja, ja. Ach, weißt was? Ist mir doch Wurst. Komm einfach mal irgendwann unten an. Jetzt... Ja, Deutschland war besser. Das wollte ich damit nur sagen. Reicht jetzt. Ich
würde jetzt nur hier irgendwie wieder gerne rauskommen. Das Programm lässt mich aber nicht. Das heißt also, ich resette hier mal und dann sehen wir uns mit noch einem letzten Game in dieser Runde wieder. Also Schnitt mal gerade. So, einmal frisch geschnitten, Game reingeladen, nennt sich Croins und ist ein Asteroid-Verschnitt-Game. Ja, im Grunde ist es Asteroids für Amiga und sieht so aus. Und ich kann mich hier also im und gegen den Uhrzeigersinn steuern. Mit Hebel nach hinten kann ich mich an eine andere Stelle per Zufall teleportieren lassen. Das kann gut oder schlecht sein. Und mit Stick nach oben gebe ich Schub. Und Gott sei Dank hat dieser Joystick auch Autofeuer. Das nutze ich jetzt mal. Weil sonst müsste ich... Ja, genau. Immer selber drücken. Und da habe ich jetzt nicht so Lust zu, weil ich will meinen Daumen noch Das war super. Ah, nein! Da hat mich dahin teleportiert, wo ich nicht unbedingt sein wollte. Sterbt. Geht alle kaputt, ihr so. Jawohl. Next Level. Stage 2. Also ich muss sagen, das läuft ja einigermaßen. Wo bin ich? Boah, rund. Man kann da zocken. Also ich finde, für ein Public Domain Game ist das jetzt mal nicht schlecht, ne? Kann man sich mal geben. Definitiv. Nicht das schlechteste Shoot'em'up. Bin nur gespannt, ob sich hier auch mal noch was anderes tut. Ob es noch ein bisschen mehr Abwechslung hier gibt. Außer, dass da möglicherweise immer mehr Felsen auf einen zugedonnert kommen. Aber, dass sie vielleicht mal eine andere Farbe haben oder so. Also irgendwas, was es noch mal ein bisschen interessanter macht. Weil sonst nutzt sich das natürlich schnell ab. Gut, das ist Asteroids halt, ne? Hui, da habe ich noch gerade so reagiert und bin... Das ist halt immer so eine Sache. Der Sprung ins Ungewisse, das kann gut ausgehen. Oder man landet direkt in der Flugbahn eines Felsens. Dann hat man natürlich keine guten Karten in dem Moment. Ja, aber das ist meiner Meinung nach... Man kann das spielen. Es gibt Schlimmeres. Schlimmer geht immer. Wie wir ja inzwischen alle wissen. So, okay. Level geschafft und ja. Ehrlich gesagt, ich vermisse ein bisschen die Abwechslung. Im Moment zumindest. Na, wo komme ich raus? Oh, scheiße, das war aber auch wieder ganz schön arschknapp. Huiuiuiui, oh, der ging mir am Arsch vorbei, aber ziemlich dicht. Ja, ja. No, ich hab's kommen sehen, aber ich hab nicht reagiert und mich weggetält. Scheiße. Oh, irgendwas? Ne, das sind meine eigenen Schüsse gewesen. Ich würde sagen, irgendwas schießt auf mich, aber das bin ich selbst. Boah. Einer fehlt noch. Ja, noch erwischt. So. Was kommt jetzt? Ah, es gibt doch Abwechslung. Ach du Scheiße. Die muss man 100.000 Mal treffen. Na. Now we are talking. Was passiert? Was passiert jetzt? Ich kann mich nicht bewegen. Ich konnte mich schon bewegen, aber ich konnte nicht schießen. Aha. Und jetzt fängt man wieder hier an. Stage 7. Das waren irgendwie so eine Art Bonus-Level oder so. Okay. Haben wir ja doch noch ein bisschen was zu sehen gekriegt. Und oh, die sind aber jetzt auch deutlich schneller hier, die Trümmerstücke. Joah. So langsam jetzt doch konkreter hier. Haben wir.
glaube, das gibt eine gute Punktzahl. Ist also doch nicht ganz so uninteressant. Oh Mann. Da muss man sich aber regelrecht konzentrieren jetzt langsam, ne? Ja, hier kommt doch so einiges durcheinander auf einen zu. Boah. Wegteleportiert. Das war auch irgendwie noch knapp. Schon wieder. Nein, 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 nein. Die Frage ist immer, wo kommst du raus? Gut oder schlecht? Yeah, geschafft! Da kam ich aber in einer ganz fiesen Ecke raus. Oh. Nicht zum Unterschätzen. Uiuiui, das war auch schon wieder knapp. Nein! Habe ich noch einen oder war es das? Das wäre es jetzt beinahe gewesen. Okay. Ja, also gar nicht so übel, finde ich. Aber wie immer, schreibt mir mal in die Comments, was ihr so zu den einzelnen Spielen meint, die ihr jetzt hier zu sehen gekriegt habt in dieser Ausgabe. Vom CD-Rumtreiber. Stage 10. Oh, das war eng. Aber ich spiele wieder mit derselben Taktik, wie ich damals Asteroids auf dem Atari 2600 gespielt habe. Nämlich in der Mitte stehen bleiben und da rundum immer möglichst lange stehen bleiben. Und ja, gucken, dass man von da alles beherrscht, das ganze Geschehen. Stage 10. Das war amtlich. Okay, ja, und damit würde ich auch sagen, beenden wir diese Ausgabe der CD-Rumtreiber. Ich hatte auf jeden Fall mal wieder Spaß auszuprobieren, was auf dieser Aminet 21 zu sehen ist. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Und wenn ja, und wenn es euch gefallen haben sollte, das fände ich natürlich sehr cool, dann freue ich mich immer über Tada! Und auch über ein Abo erst recht, ne? Weil, ja, aufwärts macht mich glücklich. Und ansonsten bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis zum nächsten Video. Euer Tomaniac. Macht's gut.